Aber jetzt haben wir Sound. Und Bild. Und Ton. Und alles. Wunderbar. So, jetzt kann es losgehen. Wir könnten das einfach ignorieren. Oh, gib mir das. Gib mir mal das ganze Zeug, das hier einfach random rumliegt. Wir machen heute viel Story. Ich weiß nicht, ob ich viel Nebenquests machen werde. Ich meine, wenn irgendwo coole Orte sind, dann gehen wir natürlich hin. Wie hier zum Beispiel. Das ist, glaube ich, schnell gemacht. Das ist ja nur einmal hingehen, antatschen und wieder gehen. Was zur Hölle soll das? Ich bin nicht ganz sicher. Sei vorsichtig. Oh, oder es ist eine Challenge. Beschütze die Menschen vor den angreifenden Monstern. Okay, aber hier sind keine Menschen, die ich beschützen muss, oder? Doch. Oh. Hm. Werden die denn angegriffen von dem? Obviously. Obviously werden sie das. Das lief gut. Kannst du laut sagen, jetzt ist Schluss mit dem Gehibbel. Ich glaube, dann will ich aber meine Feuerbros rufen. So. Und den Hexenkessel anmachen. Damit die, wenn die alle hier reinrennen, erstmal schön. So war das. Okay, ich wollte gerade Sticks reindrücken. Yep. Bam. So. Yep. Ich will, glaube ich, die Speere. Geht doch nicht. Hallo, Sibami. What up? Ach ja. Oh fuck. Von der Seite kommen auch Gegner. Uncool. Hä, wie uncool ist das denn? Okay. Hallo, lass das. Diese Magie erfordert mehr Abstand. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Ich hätte ja jetzt gerne meine Pflanze. Die wird mir helfen. Oh, oh. Oh, komm schon. Oh, oh. Oh, oh. Gib mir eine Pflanze. Ich kann dich nicht vor jedem Treffer bewahren. Pflanze ist schon mal Life-Changer hier. Und wieso nicht? Gib mir das. Ich brauch mal Hilfe. Nicht zehren. Okay. Mach mal Hexenkessel hier um die Menschen rum. Anfällig für Feuer ist schon mal gut. Eieiei. Ei, ei. Hexenkessel. Alles voll mit Feuer machen hier. Natürlich seid ihr resistent, natürlich. Haben wir alle? Hä? Habe ich die schneller gemacht, oder was? Jetzt bauen wir meine Freunde wieder. Pack hier meine Mine hin. Irgendwie? Habe ich es verbuggt? Ist irgendwo ein Gegner noch? Ah, da. Oh mein Gott. Uncool ist das hier. Nehmen wir eine Pflanze hin. Oh Gott, was kommt denn da? Oh Gott. Ja, danke. Warum kommt denn sowas?
Wie ätzend ist das denn? Aua. Ach so, danke. Ach, tatsächlich? Okay. 3, 4, 5. Oh, höchste Stufe sogar? Okay, hätte ich nicht gedacht, weil ich hart verkackt hatte, dachte ich. Aber okay, gut. Okay, die Intelligenztürme sind nicht schnell gemacht. Die dauern ein bisschen. War der Punkt nochmal? Ach, hier, der Würfel. Noch ein Pater. Die findet man. Pater werfen, komm. Schild versteckt, vorübergehend Phrase Verteidigung. Das ist gut. Nehmen wir mit. Und wir gehen jetzt Richtung Mission. Laufe ich richtig? Es fühlt sich so falsch an. Ja. Schon wieder 53 Mana, okay. Wie resistent. Was ist denn mit euch kaputt? Ist die Mine jetzt explodiert, weil ich die ins Feuer gestellt habe? Ich meine, ich judge nicht, wenn das passiert ist, deswegen. Ist ja nur logisch. Das ist unsere Chance. War schon frech. Wow. Eigentlich nur den Loot haben, der im Haus ist, falls da Loot ist. Das ist eine Kiste zumindest. Hä, was will er noch gegen mich kämpfen jetzt? Da ist noch was. Im Haus ist nichts. Okay. Doch, oben drauf. Nein, dauert noch. Easy. Mal sehen. Was haben wir hier? Alte Münzen. Kann man bald wieder wegbringen. Oh Gott. Wenigstens brauche ich jetzt keine Angst mehr vor hohen Tiefen. Wie sagt man das? Vor Tiefen zu haben. Ich meine, man hat eh keinen Damage bekommen, sondern immer nur Mana-Abzug. Aber trotzdem ist das deutlich angenehmer. Da ist ein Umhang, da ist eine Kette. Ausrüstung ist mir eigentlich so egal immer. Die Mäntel werden eh immer selten besser. Eliminiere den Feind. Na gut, wenn es sein muss. Mehr Abstand. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Okay. Das ist alles nur die kleinen Knirpse hier. Liegen Steine über mich drüber oder was ist das? Das wollte ich eigentlich nicht, aber ist okay. Muss noch einen Gegner besiegen mit der Genese, damit das mal levelt.
Hey! Bisher angenehm, die Brücke. Ist das ein fetter Gegner? Ich glaube schon. Läuft der weg? Hallo, wer bist du? Ich kann diese Kisten verschieben. Lol. Oh, lol. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Hier ist anfällig. Oh Gott. Haben wir noch ein paar übrig? Ja, aber nur ein paar. Wann neue Abzeichen? Da sagst du was, Serakani. Und herzlich willkommen zurück. Und danke für 37 Monate. Dankeschön. Da sagst du was. Muss ich eigentlich auch mal machen. Eigentlich muss ich dafür Hanhan mal bezahlen, dass die mir welche macht. Aber ich wüsste nicht, was. Was zur Hölle soll das? Ich bin nicht ganz sicher. Sei vorsichtig. Ach, schon wieder so ein Ding. Siege den Boss, bevor die Zeit abläuft. Wow. Wo ist denn der Boss? Da hinten. Oh ne, das ist so eine. Uncool. Wobei, die war gar nicht so schlimm, ne? Ach, die ist immun. Natürlich ist sie immun. Oh, Bogenschützen. Oh, uncool. Oh, uncool. Ich wollte sagen, kannst du bitte in die Mine laufen? Die heilt sich selbst. Die soll mal aufhören. Hexenkessel. Ich habe gerade andere Probleme. Okay, gewonnen. Die anderen Gegner waren egal. Ah, das ist aber, glaube ich, nicht volle Punktzahl, oder? Nee. Oh, doch. Oh nein, oh. Aber gerade so. Okay, cool. Fällt auch nichts ein. Hab halt schon mal darüber nachgedacht, ob man halt das Patchy nimmt und das halt wachsen lässt. Aber das gibt's halt voll oft auf Twitch, sowas. Dass der halt wächst. Ja, sowas halt. Irgendwas mit Patchy halt. Weil der als Emote bleibt ja da. Weil Patchy ist ja eine Zwiebel. Die kann ja wachsen. Also könnte man ja daraus was machen. Und die anderen Stufen halt, wenn das mit dem Wachstum schon fertig ist, kann man ja irgendwie andersfarbig machen. Oder Patchy wird immer muskulöser. Keine Ahnung. Aber das in klein darzustellen ist halt schwer. Das sind ja echt kleine Dinger. Da kann man nicht so viel mitmachen. Farben geht, ja. Es ist halt ein, am Anfang ist es halt so ein Samen, woraus eine Zwiebel halt wächst. So eine Knolle. Eine Zwiebel ist ja eigentlich auch schon eine, ne? Eigentlich ist eine Zwiebel an sich ja schon. Egal. Patchy muss ja keine Zwiebel sein. Patchy kann ja alles sein. Patchy kann alles sein, was er will. So. Wir nehmen mal die Feuerfalle. Wir leveln das Schwert mal.
Hab gerade etwas Zeit. Könnte was lesen. Ah, wir haben noch Sachen offen. Veredeln muss ich noch. Ah, den Kackwechsel machen? Ja, okay. Es ist echt. Also du hast da nicht, also du kannst da nicht krass detaillierte Zeichnungen machen. Es muss echt simpel as fuck sein. Eben. Ich weiß auch gar nicht, ob... Ich wette, Hannah hat da bestimmt Erfahrung mit. Aber das ist schon eine Challenge. Wenn ich sie frage, ob sie das macht, wird sie wahrscheinlich auch ja sagen. Ich glaube, sie bietet das nicht offiziell an, aber ich glaube, wenn ich sie frage, wird sie das auch machen. Damals die Stream Heroes Karten hätte sie auch gerne gezeichnet, aber dann hatte Stream Heroes mehr die Karten selber gezeichnet. Und dann wurde Stream Heroes doof. Deswegen, naja. Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht zu sicher. Dort vorne ist unser Ziel. Aha. Wenn man sich auf Farben konzentriert. What? Yep. The actual fuck. Vergiss nicht zu atmen, sonst landest du hier einen Treffer. Nicht hilfreich. Denen zeige ich. Das lief gut. Kannst du laut sein, jetzt ist Schluss mit dem Gehibbel. Wieso kommen hier so viele? Bleib doch mal stehen, sonst treffe ich dich nicht. Und ihr seid ja eine One-Hit. Wow. Geht doch. Wo will er hin? Yep. Wo sind alle hin? Musik ist noch da. Hallo? Ah, lol. Wo kommst du denn her? Sind gekommen wegen der Kiste. Okay. Ist doch eh wieder nur eine Münze drin. Mal sehen. Was haben. Oh ne, eine Halskette. Ich hab nichts gesagt. Hat die mir schon gespoilert, dass ich blaue Magie kriege? Stand da gerade in der Beschreibung für blaue Magie? Ich meine, dass ich wahrscheinlich noch ein Element kriege, war klar. Aber... Wow. So. Da ist noch eine Kiste drauf.
Oh, will ich das machen? Das dauert immer so lang, das Ding. Ich glaube fast nicht. Ich möchte eigentlich weiter zur Main Quest. Noch eins. Also dann, immer vorwärts. Und hüpf. Wow, durch den Baum gesprungen. In jedem anderen Spiel wäre ich jetzt elendig festgehangen. Weil der Charakter nicht durch den Baum hätte springen wollen. Crazy, dass sie das so programmiert haben. Will ich zum Turm? Glaube schon. Weißt du, der Geruch von Balchenharz erinnert mich an die Pfannkuchen einer meiner Pflegemütter. Was ist eine Pflegemutter? Jemand, der sich um Kinder kümmert, wenn die Eltern es nicht können. Ich hab Viereck gedrückt! Verstehe. Egal. Und viele Pflegeeltern scheren sich nicht um einen. Nur eine war anders. Ava. So, dann haben wir das schon mal. Wir gehen eh straight, weil... das ist ein Archiveintrag. Aber das ist auch nicht auf meinem Weg. Wir gehen straight weiter. Ich will nämlich endlich Spiele beenden. Wir haben jetzt Crisis Core beendet. Also möchte ich jetzt das auch bald mal beenden hier. Ich brauche immer zu lange für Spiele. Wir müssen für Zelda, was im Mai kommt, ready sein. Weil für... Oh, oh. Ich habe kein Mana. Ah, wenn man kein Mana hat, tut das weh. Okay. Weil da würde ich schon echt lange gern am Stück streamen bei Zelda, damit ich nicht gespoilert werde von irgendwelchen anderen Idioten. Weil die ganzen Nintendo-YouTuber dann auf YouTube wieder irgendwelche Thumbnails bauen, die alles wegspoilern. Oder der ganze Spoiler-Content auf Insta, TikTok und YouTube-Shorts kommt. Es wird wieder ganz schlimm bei Zelda. Bei Zelda ist es wie bei Hogwarts Legacy. Das spiele ich auch nicht, zum Glück. Aber ich habe, glaube ich, schon alles von dem Spiel gesehen. Weil die Leute einfach nicht die Fresse halten können auf Social Media und daraus ihren Content ziehen. Und ich meine damit nicht Geiz oder so. Das ist dann immer... Das war bei High on Life auch schon schlimm. High on Life kannte ich, glaube ich, das Ende schon, bevor ich das Spiel überhaupt angefangen habe.